Die Stadtmühle. Die Stadtmühle besteht vermutlich bereits im 13. Jahrhundert. Ursprünglich war sie im Besitz des Bischofs von Basel, wohl aber seit 1418 in Privatbesitz. Um 1753 sind hier neben einem Mahlwerk eine Tuchwalke, zwei Schleifen und zwei Färbereien bezeugt. Die Kraft liefert der Mühlekanal, der offen durch den Fischmarkt geleitet wird. Die zwei Mühleräder laufen bis 1919, danach liefert bis in die 1960er Jahre eine Turbine die Energie für die dann aufgegebene Kundenmühle. Die mehrteilige gotische Fensterreihe auf der Traufseite des Hauses datiert vermutlich noch ins 16. Jahrhundert.